Du musst das Leben nicht verstehen, um es zu leben, aber du kannst es vollständig in seinen ternären Durchläufen verstehen. Zum Beispiel, wenn du wie heute nächtens im Traum verstehst, was es mit der größten aller Seelenblindheiten zu tun hat, nämlich was da eigentlich geschieht, vorgeht, passiert bei diesen Befruchtungsvorgängen. Und zwar nicht aus der Sicht des Mannes, sondern aus der Sicht der Frau, ob sie das versteht, was da geschieht, was da mit ihr passiert, was sie da an sich geschehen lässt, was da an und ihr in ihr geschieht, von wem, durch was, für was, wer die eigentlichen Agenten dieses Vorgangs sind und so weiter.